Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente. Wir spielen Rocket League. Ich drücke mal Auto für das Auto, weil ich Auto fahren will. Und wir Hallo zeigen übrigens. euch jetzt, genau, hallo von den anderen. Das sind Bambus, Frostduck und Oh. Legion, aka Paul, Was für ein Tristan und Anschluss. Max. Ich Hallo. musste noch ansagen, der Tristan ist heute schon wieder viel zu schnell und überhaupt und alles ist schlimm und neue Maps und so. Jedenfalls, wir spielen gerade intern so ein bisschen 2 und 2 und wollen euch dabei die neuen Maps zeigen. Die habt ihr vielleicht noch nicht gesehen und wie ihr an dieser Map schon seht, die ist größer, weil die hat noch so einen Seitenrand. Und da kann man das hier machen. Bam! Eine super Vorlage für mich geben und das sie nach reinhauen. Verdammt. Genau das so Teamplay, macht man das. Easy go. Easy. 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 Guck mal, wie er darüber fliegt. Der Liebeskäfer ist drüber geflogen. Dann einfach ist das eigentlich ein Liebesbomber? Ich meine, der Käfer war der Gizmo, aber. Naja. Hast du der Liebesbomber, ja? Der Liebesbomber. Guck mal, durchgesetzt, was sagst du dazu? Herzlichen Glückwunsch. Ich sage, da springt man ich anders sag, runter als man da. Tor. Ich sag, das wird kein Tor. Hab ich nicht gesagt, dass es für mich ist. Ich sag, das wird irgendwann in den nächsten 4 Minuten vielleicht ein Tor. Nee, Daniel, ich pass mal zu dir. Rollt aber die Karte. Oh, hast du gemacht. Ich bin auch hingegangen, aber der war über mir. Ganz sachte. Musst du doch springen. Springen. Guck dir das an, ich bin sogar gesprungen. Aber tschüss, Max. Wir sind zu spät. Und Tristan räumt mich dann vorab und mein Pass wird verwertet von... Ja. Die Liebesbomber. Liebesbomber. Oh, oh. Nee, gut. Oh, spielt er nochmal? Also es ist bei dieser Kante halt so ultra schwer einzuschätzen. Ja, finde ich auch. Man springt da so Weil ganz auch, merkwürdig dass ab, ne? Die Arena-Wand hinten halt noch so ein... Also mit der Arena-Wand an sich habe ich nicht so die Probleme, aber ich habe Probleme damit, dass man von dieser Kante so ein bisschen träge abspringt. Fliegt. Ja, ja, also nicht das Fliegen, sondern das ist so träge. So ein bisschen, als wenn die Schwerkraft da leicht anders wäre. Das habe ich schon mehrfach gesagt. Das ist ein bisschen komisch. Oh, scheiße. Oh, Tristan. Oh, Tristan. Oh, Tristan. Boom. Ein rauf und dann runter ist das hier. Zu kurz, zu kurz, zu kurz! Oh. Zu kurz, sagte der Schnurz vom Wurz. Was? Alter, diese Kante. Ups. Bald! Was ist denn da? Ups, sorry. Ich wollte dich nicht tackeln. Ich falle eine halbe Ewigkeit in der Luft rum. Paul, kannst du da irgendwas tun? Nö, weil schade, der Brüte ist nochmal dran. Und ich hätte keinen Boost. Also ich wäre nicht mal hochgegangen, aber lass ihn mal fliegen. Nein! Da ist gerade so ein Inder an mir vorbeigeflogen. Das ist halt der Liebes... Ich wusste nicht, was für einen Boost ich reinnehmen soll. Ich hätte noch irgendwie einen Metal-Boost drin, aber den kann man ja nicht für den Liebeskeeper nehmen. Boah, krass. Gibt's nicht so einen roten? Au! Was soll denn das? Ich wollte den Liebeskäfer mal bumsen. Aha. Das ist der Liebesbomber von der Warte, der ist mir egal. Achso. Boah, was war das denn? Was ist da los? Was sagt Klemmer? Ja, Frostack bleibt an der Kante hängen. Die Kante ist fast so wie im Pfosten. Boah. Ja. Kannst du den nochmal. Ah, ne. Ein langer Pfosten, wie was gut. Das oh. Oh, die blockt da. Natürlich blockt er den. Mach da. Und da ist der Pass. Da ist der Pass nochmal. Es ist so schön mit dir zu spielen. Ein bisschen Spaß muss sein. Was kriegt der Post doch gern kein Tor herein? War schöner Block. Ja, ne? Was? Von mir oder? Olgen Skills. Nee, von Daniel. Wow! Alter! Was war das? Daniel schon an die komplette Zerstörung. Oh, steht er da auf einmal da, ey, unfassbar. Da steht er da. Ja, respawn. Auf einmal hat mir gefallen. Mein Respawn. Das war fast eine gute Richtung. Weil der Richtung. Teammate nicht zerstört hat, ihn. Boah, ist das für ein Ball. Boah. Das ist ein Ball, der von dieser leicht komisch schiefen Kante ein bisschen leicht komisch schief abfällt. Ja. Das ist gar nicht so einfach einzuschätzen, wie der. Nein, das ist alles kacke hier! Was passiert? Easy Goal! Easy? Was passiert? Easy? Das gibt's nicht! Die war alle irgendeine Scheiße probieren. Vorbei! Vorbei! Aber 1A-Tor! Muss man mal sagen, das kann nicht jeder. Es waren alles nur Ableckungsmanöver unserer Sets. Ihr seid drauf reingefallen. Ihr Noobs. Torschuss, oh. Bitches. Oh. Oh, 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 oh.
Ich dachte, da wäre einer. Aber der ist immer so boostgierig. Nee, der ist gut voll gegangen, hab ich nicht gesehen. Und ich bin dann an der Kante geblieben. Da muss man drehen. Stolpern, ich meinst du? Mit deinen eckigen Rädern. Ja, ich mach jetzt ein Tor und wieder gut. Aha. Ich bin in der Luft. Kommst du nicht mal vor mir an den Ball ran, guck mal. Oh, hat er aber den Block. Alter, diese Kante, ne? Die ist aber auch schon ein bisschen Mindfuck so. Ja, ja. Man muss hier an der Kante lang, wenn man hier an der Kante lang fährt, muss man die Ballcam einfach mal ausmachen, oh, dann kann man auch die Dinger treffen. Daniel! Oh! Ja, ja, das war wirklich ein Torschuss, ich hab's gekonnt! Unfassbar. Ich war zu sehr fasziniert, dass ich da oben diese Boostfelder mal einsammeln konnte. Das hat ein bisschen zu lange gedauert. Ach, da gibt's Boostfelder? Ja, überm Tor sind Boostfelder. Das wusste ich gar nicht. Ja, über dem Tor sind jetzt Boostfelder, jetzt weißt du es. Ich dachte immer, das wäre Max seine Strichliste für zerstörte Autos. Wow! Ich gleich das dann nochmal wieder aus, ne, was ich da gerade mit dem Mist gebaut habe. Wisst ihr, was ich irgendwie verwirrend finde? Dass der Ball irgendwie ein Stück weit noch ins Tor erst reinfliegt, also richtig reinfliegt, nicht wie bei den normalen Maps, bevor er wirklich explodiert. Also sieht nee, das ist mir auch schräg. Was? Ja. Das Tor ist nicht senkrecht, das Tor ist ein bisschen schräg. Ja, ja, das stimmt. Das finde ich auch ein bisschen verwirrend, dass das so gemacht ist. Das ist bei jeder von den neuen Maps. Weiß ich gerade gar nicht. Ja, es ist, ich weiß auch nicht, der kriegt den Effekt nicht, dass er eigentlich schon in der Linie ist. Der ist doch, den kriegt er schon, aber der ist sehr anders. Den Effekt hat er nicht, oder? Doch. Der weiße Kreis einfach an der Wand ist. Gerade bei dem Tor von Paul habe ich das auch gesehen, dass der diesen Effekt hatte. Aber der ist, der taucht halt später auf. Hua! Immer noch Hua. Die Kante ist ja wirklich. Hua. Ist ja wirklich so schwer zu kontrollieren. Oh, es ist ja eine Scheidung hier. Was ist denn hier los? Was, wer will sich scheiden lassen? Ich. Von dir. Oh! Nee! Na! Ah. Paul, noch mal heiß. Ich hätte es fast noch gemacht, aber egal. Das ist falsche Tor gewesen. Verstehe ich nicht. Aua. Genau das Richtige. Ja, okay. Hä? Aha. Das war eine von den ganz gefährlich bekannten Max-Attacken. Oh! Nein! Was? Da komme ich nicht dran. Bei aller Liebe. Irgendwie fahre ich da halt einfach mal bei vorbei. Wups. Schade, aber schönes Spiel. Ja. Und next. Next Map. Next. Gibt noch mehr zu sehen für die Leute da draußen. Mehr. Match-Einstellung. Oh, ich hab einen Glurak gefangen. So, go. Daniel. Achso, Entschuldigung. Oh, ja. Ich dachte, wir wären das. Ich bin noch so in diesem Rank von eben drin. Machen wir alle wieder Auto, wa? Jo, Auto. Ups, ich hab Zuschauen gedrückt. Okay, das gleiche. Zuschauen ist sehr sinnvoll. Ich geb mir Oh Gott, diese Donut-Karte. Ja, für das hier ist die sogenannte Donut-Karte. Das bedeutet, ich kann hier langfahren und komme jetzt zum Ball. Guckt. Da ist das andere Tor. Ich liebe diese Karte. Wo ist meine Verteidigung eigentlich? Boah, was für ein Spiel! Das Tor hat das Anspiel hart vergeigt. Wo warst du denn? Wo warst du? Ich seh dich nicht mal. Anfang, ich komm dahin. Ah! Er kommt da von hinten angefahren. Du musst fahren, du musst fahren dahin. Weißt du mittlerweile, wer fahren muss? Also gibt's dann einen. Nö. Ich glaube, es ist derjenige, der ganz außen steht, oder? Nee, es ist irgendwie nicht. Nee, nicht immer. Irgendwie ist es anders, aber ganz rausgefunden habe ich es auch noch nicht. Ja. Was? War dein Tor? Na klar. Da will ich mir jetzt mal angucken, wie das passiert ist. Das kannst du dir angucken. Das habe ich mit viel Gemütlichkeit aus der Luft gemacht. Oh, da war ich nochmal dran irgendwie. Da muss ich nochmal dran gewesen sein. Ja. Oha. Ja, jetzt werden wir komplett nackig gemacht. Jetzt musst du fahren wieder. Ich glaube auch, ne? Aber hier ist irgendwie kein Boost auf der Strecke. Mein Teammate ist schon wieder irgendwo, ne? Im Tor. Das ist genau die eine Sache, wegen der ich den Dominus irgendwann mal abgelegt habe. Ich bin gerade unter dem Ball wieder durchgetaucht. Ich bin überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass er aber so durchkommt. Naja, man kann ihn auch über die Mitte rüberspielen. Das ist gar kein Problem. Ich hab gewusst, dass er drin nicht trifft, ne? Da hast du gar nicht gewusst, ne? Hab ich gewusst. Ah! Oh, sehr gut. Schöner Block. Danke. Oh! Nein! Da habe ich Paul weggeschubst, damit du machen kannst, was du machen willst. Hast du mich geschubst? Guck mal, wie ich dich angenommen habe. Bart. Pass auf, da. Zack. Ach, ja, aber, ja, doch, stimmt. Aber irgendwie.
Ich glaube, wir fahren, wir? Ja. Ich glaube schon, ja. Ja. Ich hab gesagt, ich hol Boost. Was hab ich gesagt? Aua. Du musst. Das war eine Luftblutgrätsche. Ne, Luftblutgrätsche ist immer erst dann, wenn der Gegner stirbt. Au. Oh mein Gott, das ist einfach Bambus, Bambus auf dieser Karte, das ist einfach... Hallo, der hat genauso viele Tore wie ich. Wie bis 17 Bomber in den Infanterieball. Das ist korrekt. Das liegt aber auch daran, dass ich witzigerweise für beide meine Torschüsse keinen Torschuss bekommen habe. Warum, weiß der Geier? Ich fahr. Ich fahr diesmal. Kaum lässt man den Bambus mal... Mist. Oh. Ja! Ich dachte, der geht dran vorbei. Ja! Oh mein Gott. Ich dachte, ich krieg den dran vorbeigespielt. Na, das muss ich jetzt nochmal im Replay gucken. Naja, okay. Oh. Fast. Krass. Aber wenn er vorbeigekommen wäre, wäre es super gut. Aber das war wirklich... Ja. Aber vor allen Dingen, der hat ja auch so eine... Der hat auch so eine krasse Biegung da. Ja, ja, das war deswegen knapp, weil da so eine komische Biegung an diesem Ring dran ist, ne? Also so eine... Oh, wow, so eine, was mach ich? Wie nennt man das denn? Oh, wow. Halt, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist halt keine flache Kante, sondern die ist nochmal eingedrückt sozusagen nach innen. Fuck it. Bin heute aber auch wieder ein Tickchen zu langsam mit allem. Oh oh. Na. Oh! Was war denn bitte? Ach, du hast ihn berührt. Ich dachte, hä, wie hab ich den gesneakt bekommen? Das ist der Pass! Der Pass geht irgendwie in die falsche Richtung, habe ich das Gefühl. Nee, der Pass war gut. Parade gerade. Habe ich gemerkt. Oh, Alter, hat zu viel geboostet. Alter, das war, ja. Okay. Ich bin heute wieder richtig gut. Oh, was? Schöner Pass. Alter! Wow. Da hat mich gerade die Rundung der Map hat mich da. Hat mich da Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass du den so spielen möchtest, ey. Die Rundung der Map hat mich da. Mhm. Die Rundung hat mich da gerade von meiner. Die mich den Beispiel gegeben. Ich hole mir den Boost hier. Okay. Definitiv die exotischste, aber definitiv nicht meine Lieblingsmap. Boah, wobei ich finde, die erste, die wir gespielt haben, finde ich auch schon sehr anders. Es ist, ja, aber die ist ziemlich anders. Ist noch mal deutlich anders mit dem, dass der Kreis rund ist, ist sie schon nochmal deutlich anders als die. Nee! Oh Gott, ich gehe mich eingraben, dass ich den gerade nicht getroffen habe. Es steht 5-1. Aber bitte erst nach dem Spiel. Als wenn das jetzt den Unterschied macht, ob es 5-1 oder 5-2 steht. Ob es natürlich 6-1 oder 6-2 steht, das ist natürlich ein Weltenunterschied. Ich habe schon wieder keinen Torschuss bekommen. Hallo, wenn das kein Torschuss ist, was denn dann? Mal ehrlich, was soll das sonst sein? Weiß nicht, ein Mundschuss? Eine Nase popeln? Ja, eine Nase popeln, ja. Exakt. Du fährst dich um den Bus hier in die Mitte. Ja. Juhu. So viel dazu. Uah, fast. Mit 0 Boost war das aber auch keine gute Idee. Ah, damit. Mit 0 Boost sollte man einfach nicht versuchen, sowas ähnliches wie ein Aerial zu machen. Uah, nein, da hätte ich zu viele Tasten auf diesem Pad, die man gleichzeitig bedienen. Bist du überhaupt da? Bist du überhaupt da? Nein! Oh! Er finisht ihn einfach. Ich weiß nicht, war das, der war doch safe oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch so reingegangen wäre. Der hätte auch ungeblöd von der Kante abspringen können. Ah, wollte sagen, also 100% hätte ich mich doch nicht verlassen. Da bist ein Tralalalalala. Kommt ein Auto geflogen. Das war einfach mal verarscht, alle verarscht. Und... Nein! Den hätte ich gehabt, wenn du nicht reingegangen wär. Dip, guck mal, hinten sieht man mich. Und hallo! Dazu muss man irgendwie noch so eine Pink Panther-Melodie einspielen oder so. Der pure Zerstörung. Schaffen wir es zweistellig, Daniel? Das weiß ich noch nicht. Probieren wir mal. Ball! Nee, Bam ist schließlich erstmal noch ein paar Eigentore. Oh, wieso habe ich keinen Boost? Der war super Klärungsversuch. Weil ich irgendwo einen Boost einsammeln wollte und da keiner war. Auf dieser Map gibt es zu wenig Boost. Scheiße. Hallo. Hi. Hallo. Der Ball ist ja schon wieder vorm Gegner schon Tor. Oh, fast. Alter, wäre das ein geiles Ding gewesen.
Boah, den trifft er ja sogar. Das habe ich auch gedacht. Ja, auch nicht mit gerechnet. Rechnet schon damit. Rechnet schon, dass ich den Ball treffe. Fuck. Ich spiele gerade mal wieder richtig schlecht, aber es liegt echt noch so ein bisschen wieder daran, sobald man das Auto wechselt. Das sind so Kleinigkeiten, echt nur, ne? Aber die bringen einen voll raus. Ja. Aber der verdammte Bowlerhead sieht auf dem Octane einfach nicht schön aus. Man muss den einfach auf einem anderen Auto fahren. Aber es ist ein fucking Bowlerhead. Oh, wow. Fuck, Alter. Ah, zwei Tore noch? Ja, zwei Anstoßtore, würde ich sagen. Moment. Haben wir auf dieser überhaupt schon mal Anstoßtore gemacht? Also außer dem, was du da vorhin mit diesem... Ich lass den Ball mal liegen. Lohnt nicht. Deiner? Deiner, oder? Ne, deiner, okay. Würde ich sagen. Ja, ich muss halt immer... Also ich kann da halt auf der Strecke überhaupt nicht über den Boost fahren. Also ich glaube, an der Position, wo ich stehe, darfst du echt nicht hin. Das muss dann echt der andere oder die andere. Was nicht? Ja, ja. Oh, sorry. Alles gut, wenn du ihn danach hältst, ist es mir egal. Dann darfst du das machen. Wenn du ihn danach nicht hältst, dann bin ich böse. Oh! Nein! Oh, jawohl, was für ein Abschluss. Ja. Und das war wieder kein Torschuss! Ich hab 4 Tore ohne Torschuss gemacht, dieses Spiel! Stimmt, wa? 4 Tore ohne Torschuss. Gekonnt. Ich habe auch keinen Torschuss. Ja, keine Ahnung, nackig gemacht auf jeden Fall, ne? Ich krieg da gut rum hier. Ich habe keinen Boost. Jetzt habe ich Boost. Hochhalten! Scheiße. Ich würde sagen, mach mal die nächste Map noch rein in dieser Folge, dann mache ich mal eine extra Länge mit einem Spiel mehr, dann haben wir alle 3 Maps in einer Folge. Ich glaube, das ist cool. Das ist super cool. Das ist Überlänge für die Zuschauer, so setze ich mich ein. Server for Maintenance. Maintenance. So viel dazu. Best timing ever. Aber wir haben alle bereit. Nee. Liebe Zuschauer, ich habe es versucht, ich wollte euch doch so viel Gutes liefern und dann werden die Server gewartet. Wirklich, warum denn jetzt? Weil ich jetzt aufnehme. Und wenn ich aufnehme, müssen wir die Server. Kann doch gar nicht sein. Doch, da ist ein groß ganzer Plan hinter. Das ist im Hauptmenü, oder? Ja. Versuchen wir nochmal anzumelden. Machen wir mal. Probier mal schnell, wo? Wartet, Match erstellen, Tore, Match erstellen. Ja, Suche läuft. Was ist das für ein Fail gewesen? Serververwartungsarbeit geschlossen. Das ging ziemlich schnell, also Xionix nicht schlecht. Da war ein flotter ITler am Werk. Das war ein relativ schneller. Ein sogenannter Attila. Achso, ihr Auto. Oh Mann, so. anderes Setup. Aber das ist, achso, nee, das ist tatsächlich die letzte Map. Wir sind jetzt auf dem Server im Mittleren Osten, glaube ich. Wieso, hast du so einen hohen Ping? Wir haben alle so einen hohen Ping. Oh, was mach ich? Wir sind auf einem Server im Mittleren Osten. Echt jetzt? Weil, ja, mein Rocket League hat ja die Einstellung automatisch in den Mittleren Osten Server umgewandelt. Ich will es mal anmerken, diese Parade eben war nicht schlecht. Ich möchte anmerken, dass die Zuschauer noch gar nicht wissen, was hier besonders ist. Falls sie es noch nicht gesehen haben, da gibt es jetzt ein Tor, das hat 2 Tore. Sozusagen. Es gibt ein Tor, das 2 Tore hat. Ja. Also, das ist doch auch ziemlich genau das, was Sache ist. Oha. Nope. Oh, schöner. Nein. Irgendwie am Ball vorbei. Nee. Nein! Er verkackt. Na, wie soll ich da. Nein, noch ein Schild. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, tut mir leid. Da war ich gerade auf der Jagd nach dem roten Oktober. Ja, Torschuss gerade bei. So genau 0. Null ist nicht so viel. Wow. Oh. Glaub, da haben wir den weg, Alter. Wow. Oh. Drop the base. Ah. Oh. Ey! Oh, mal, Alter. Jetzt macht er auch noch ein Tor. So eine Sauerei. Ja. Dachte, die sind viel näher dran. Weiß ich, werde einfach von allen Leuten hier. Da habe ich nicht gesehen, dass ihr nach hinten geht. Dachte, ihr geht weiter ran. Und getestet, ja. Habe ich. Mit deinen Teamkollegen habe ich durch die Gegend gepustet. Ich kenne das nicht, dass Max nicht dem Ball hinterher geht. Na, da hättest du weg, schon... Weg! Oh. Musst du? Mhm. Aua!
Leute, sowas ist aber kein schönes Spiel, was ihr da macht. Das ist gemein, das tut weh. Was? Na, die Leute, die gerade in die Luft springen, irgendwie da so hart anzugehen, das ist ja, also... Ist ja fast grenzwertig. Nein, irgendwer ist von unten in mich reingeflogen. Du bist von oben in mich reingeflogen. Ich bin von oben in dich reingeflogen. Ja, ja, nee, ist klar. Ja, von unten fliegen wird schwer. Ja, von oben. Oh Gott, Alter. Was macht ihr denn hier? Was ist denn das hier? Bambus meint, er könnte drinnen. Ist gut. Oh. Oh, ich will mal ein bisschen meine Dribble-Skills ein bisschen verbessern. Habt ihr keine Ahnung? Tristan fängt schon wieder an, mich gemein anzugehen. Das, ich hab das alles auf Band, Tristan. Oh, was ist denn das hier? Das muss am asiatischen Server liegen, ey. Ich dachte osteuropäisch. Das wäre alle so. Mittlerer Osten stand dran, also eher asiatisch. Au. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das alles auf Band habe? Oh, schön war. Schön durchgeschoben. Ich habe das alles auf Band, Tristan. Du kannst denyen, so viel du willst, von wegen, und das war, ich habe dich nie angespielt, du hast mich angespielt. Mhm. Und mit sowas habe ich mal Duo zu zweit gespielt in diesem Spiel. Den habe ich mal als sowas wie meinen Teampartner angesehen. Danke. Bitteschön. Danke. Ich wollte nochmal den Liebesbomber. In den Weg fahren, ich glaube, es hackt. Nein! Hier ist eine Wand. Nein! Oh, voll daneben gesprungen. Oh, Pfosten. Na gut, es gibt nur einen, ne? Na wohl, drei. Ja, eben. Ja, wo ist er? Entweder zwei oder drei. Ich kann elegant ins Tor fliegen, nachdem ein anderer es getroffen hat. Ja, war komisch, wa? Ich hab irgendwie erwischt, aber doch nicht. Asiatische Pinball. Ich bin dran. Mhm. Hab ich mir schon gedacht. Auch sehr legendär irgendwie. Irgendwas zwischen 120 und 100. Ich hab 36 bei mir. Da haben alle haben gedacht, dass Daniel den trifft, aber macht er nicht. Ja, weil ihr gedacht habt, dass ich den treffe. Ich hab mir schon gedacht, dass ihr da lauert wie die Haie. Ja. Mein Tristan hat auch eine Haiflosse an, also. Er muss lauern. Oh, Scheiße. Au! Ja, ne, der Tristan. Ich bin weggefahren. Ne? Ja, ich bin nur den Weg gefahren. Der Tristan spielte voll den Rowdy-Fußball. Was machst du hier? Baller-Baller-Party, oder? Ja. Guck mal hier. Was denn? Da. Was denn? Na, pass auf. Oh. Was ist denn? Nee, den kann ich nicht nehmen. Was denn? Weiß ich nicht. Oh. Ist halt so, ne? Boah, fuck, zu hoch. Ey, Dindel haben für Dalai Lolo 50? Was ist denn hier? Kriegt der den schon wieder? Ich hab irgendwie den Ball vergessen. Ich hab den Ball nicht vergessen, ich dachte, Paul kann den nehmen und dann hat Paul statt dem Ball meinen 100er Boost weggenommen. Ja, na, Ball. Boah, Alter! Alter, was war das denn? Ah, shit. Hatte keinen Boost. Entschuldigung, wollt ihr den nicht mit Absicht den Hund da wegnehmen? Wie Bambus da auf den Abpraller von meinem Ariel lauert, ey. Das ist ein typischer Max gewesen, ey. Ach ja. Ja, liebe Zuschauer, das waren die neuen Maps. Von den drei, muss ich sagen. Und ich würde sagen, damit mache ich erstmal ein Tschü-Tschü. Tschü-Tschü. Ciao. Ciao.